Heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Mainz 05. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Fairer Einsatz hier. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Der Ballverlust. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Macht er ihn! Ball wird abgeblockt. Ja, wird hier gut unterstützt. Und er hat den Ball. Pass wird abgefangen. Schöner Pass da. Jetzt ist es gefährlich. Der Ball kommt. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal geklärt. Toller Zweikampf. Auf außen ist Platz. Da kommt die Hereingabe. Der Befreiungsschlag. Was gibt er hier? Das ist bitter. Jetzt muss er wegen der Verletzung hier runter. Hoffen wir mal, dass er sich nicht zu schwer verletzt hat. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ballverlust. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Ja, da sind sie zu zweit, da lassen sie sich natürlich die Geschichte nicht mehr entgehen. Das nutzen sie, sie warten, dann ist die Lücke da, dann fällt das Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Boetius. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Was für eine Parade! Riesenszene, ganz stark gemacht. Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. Da kann er ihn stoppen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, sah mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Boetius. Er holt sich den Ball. Machen Sie jetzt gut. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Was den Ballbesitz angeht, hat Mainz 05 auf jeden Fall Vorteile bisher in dieser Partie. Aber wenn Sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Chance auf den Ausgleich. Glanzparade gehalten.
Jetzt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da haben sie die Chance. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Da oben, der fordert den Ball. Schuss! Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. So, Ballbesitz jetzt. So, was machen sie draus? Oh, viel Platz jetzt. Gut, richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten